Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Ghost of Tsushima Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und heute gehen wir richtig tief rein ins Kampfsystem. Ich weiß ja, dass einige von euch damit Probleme haben, es ist auch nicht ganz so einfach da erstmal reinzukommen, aber sobald man im Flow ist, ist das wirklich das geilste Kampfsystem. Mir macht das so unglaublichen Spaß, ich könnte wahrscheinlich 200 Stunden lang nur große Camps ausräumen und die Gegnergruppen dezimieren und dementsprechend gebe ich euch jetzt ein paar Tipps mit an die Hand, womit ihr wirklich jeden Kampf erfolgreich bestreiten könnt. Tipp Nummer 1 ist, dass ihr euch die Schwierigkeit variabel gestalten könnt. Und damit meine ich nicht einfach nur stumpf im Hauptmenü auf leicht, mittel oder schwer zu schalten, sondern euch die Kämpfe so leicht zu machen, wie ihr das gerade möchtet. Damit meine ich zum Beispiel die Stealth Kills. Es gibt eigentlich in jedem Lager 2-3 Leute, die ein bisschen abseits von der Hauptgruppe sind und die sich irgendwas angucken. Die könnt ihr erledigen, dann sind die schon mal raus und stehen euch später nicht mehr gegenüber. Ihr könnt aber auch einfach so ins Gegnerlager rennen und habt meistens den Überraschungsmoment auf eurer Seite und könnt schon mal den einen Stealth Kill im Laufen machen oder einfach schon mal ein paar schwere Schläge setzen, bevor euch die Gegner so richtig wahrnehmen. Ihr könnt auch vom Dach springen und da gibt es auch den Upgrade-Baum von den Stealth-Kills, dass ihr 2-3 Stealth-Kills hintereinander rein könnt. Also wenn ihr vom Dach springt und eine Gegnergruppe am Lagerfeuer seht, dann könnt ihr schon mal 3 Leute direkt rausnehmen. Und jeder, der weg ist, steht euch halt später nicht mehr im Kampf gegenüber. Dementsprechend leichter wird auch der Kampf. Ihr könnt aber auch mittendrin im Kampf ein paar gute Gadgets ausnutzen, wie zum Beispiel die Geistwaffen. Wenn ihr da die Sprengstoffkörper habt oder zum Beispiel die Kunais, dann könnt ihr die Gegner entweder deren Haltung aufbrechen oder sogar direkt töten. Mit der Rauchbombe könnt ihr noch ein paar Stealth-Kills setzen, wenn ihr in diese Richtung gehen wollt. Oder mit dem Bogen könnt ihr ein paar Headshots setzen, entweder vor dem Kampf oder mittendrin. Kurz den Fokus aktivieren und schon sind die Leute weg. Ihr könnt aber auch die Gegner eurer Gegner ausnutzen. Zum Beispiel indem ihr eingesperrte Bären freilasst, indem ihr Samurais aus ihren Käfigen befreit. Oder wenn gerade 2 Gegnergruppen, Mongolen und Banditen, gegeneinander kämpfen, dann könnt ihr das auch so ausnutzen, dass ihr am Schluss nur noch 1 oder 2 Leute niedermachen müsst und schon ist der Encounter vorbei. Wenn ihr mit Verbündeten auf eurer Seite kämpft, dann ist es eigentlich immer so, dass ein Gegner mit denen im direkten Konflikt ist und deren Haltung meistens schon aufgebrochen ist. Das heißt, ihr könnt immer zu dieser Person, also zu diesem Gegner, schnell hinlaufen, 2-3 schwere Schläge setzen, den vernichten und die ganze Zeit über Schlachtfeld laufen und immer nur warten, dass wieder einer im direkten Combat ist, der euch nicht bemerkt quasi, wo ihr von hinten herangehen könnt, entweder ein Attentat macht oder halt ein paar schwere Schläge setzt. Ihr könnt auch zum Beispiel enge Plattformen ausnutzen oder Dächer, wo eure Gegner nicht so leicht und schnell hochkommen. Zum Beispiel hier, nachdem ich den Archer erledigt habe, dann habe ich einfach gewartet, bis mir die Leute hier auf die Plattform folgen. Und da passen eh nur 2-3 Leute rauf und die brauchen recht lang, um die Leiter hochzugehen. Und dann habt ihr meistens schon die Chance, ein paar Schläge zu setzen. Und wenn ihr es gut macht, dann ist der erste schon weg, bevor der zweite hochkommt. Also solche Sachen könnt ihr dementsprechend auch ausnutzen. Und natürlich könnt ihr am Anfang auch immer Leute herausfordern. Das ist super wichtig, denn damit könnt ihr nicht nur einen der stärksten Gegner aus dem Team direkt rausnehmen, ihr bekommt auch noch Entschlossenheit und das nicht zu knapp dafür. Und Entschlossenheit ist eigentlich die wichtigste Ressource in dem Spiel. Die ist eigentlich sogar wichtiger als Leben, denn mit Entschlossenheit könnt ihr Leben auffüllen, mit Leben allerdings nicht Entschlossenheit. Auf der anderen Seite muss man sagen, desto länger man überlebt, desto mehr Leben man übrig hat, desto mehr Gegner kann man auch potenziell killen und desto mehr Entschlossenheit kann man dadurch wieder bekommen. Aber wenn ihr es richtig anstellt, könnt ihr zum Beispiel an so einen Ort gehen, wo eigentlich nur noch der Anführer übrig ist und auch den herausfordern. Und dann könnt ihr ihn wirklich mit einem super einfachen Schnitt erledigen und Anführer brauchen ja normalerweise mindestens sogar 2 Stealth-Kills, also ein Stealth-Kill reicht da gar nicht, da kommt immer nur der kritische Schlag raus. Von dem her super einfach, um Anführer zu killen. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu den Fähigkeiten, zu der Ausrüstung und zu den Talismännern, die ihr unbedingt haben wollt, die euch im Kampf das Leben retten und zwar nicht nur einmal. Da haben wir zum einen die Ablenkung. Ich würde sagen, dass das eigentlich so mit der wichtigste Skill am Anfang ist, wo ihr noch nicht die ganzen Haltungen habt, also die Kampfstile. Und dementsprechend solltet ihr euch darauf konzentrieren, dass ihr mehr blocken könnt und auch perfekt blocken und parieren könnt. Das ist eigentlich super wichtig, denn dann könnt ihr zum Gegenschlag ausholen. Aber sobald ihr die Wasserhaltung habt, würde ich euch empfehlen, die einmal durchzuleveln. Denn die Wasserhaltung bietet euch, wenn ihr Dreieck gedrückt haltet, eine super schnelle Schnittkombo, wo ihr jeden Gegner mit einem Schild dezimiert. Also deren Haltung wird einfach komplett zerschreddert. Ihr seht es gerade hier bei einem Bossgegner, der viel, viel mehr Haltung hat als ein normaler Gegner. Und selbst der hat absolut keine Chance gegen die schnelle Schnittkombo. Ihr könnt erstmal deren Haltung kaputt machen und dann nochmal von vorne beginnen und eine 5-fache Schnittkombo setzen. Und jeder Schlag zieht davon mehr ab. Also wirklich super wichtig.
Aber hier kommt der Clou. Dadurch, dass es schwere Schläge sind, aber die so schnell gesetzt werden, ist das gegen jeden Gegnertypen effektiv. Selbst gegen Speerträger, bevor ihr die Windhaltung habt, oder gegen Berserker, selbst wenn ihr die Mondhaltung habt, das ist einfach nur die Combo, die ihr gegen die einsetzen könnt, um deren Haltung zu vernichten und dann ein paar gute Schläge zu setzen. Deswegen ziemlich OP, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zu den Geistwaffen. Hier würde ich euch erstmal empfehlen, auf die Haftbombe zu gehen und die abzugraden, weil ihr damit Gegner nicht nur stunnen könnt, sondern ohne euer Zutun noch die direkt vernichtet. Mit einer Bombe könnt ihr sogar, wenn ihr die richtig abgegradet habt, dafür sorgen, dass Jin davon nicht getroffen wird, aber alle umliegenden Gegner. Das heißt, ihr könnt 4 bis 5 Leute gleichzeitig aus dem Spiel nehmen, wenn ihr die richtig timet und dann natürlich auch richtig gut einsetzt. Und Kunai dementsprechend sind auch gut, aber die vernichten nur die Haltung, ziehen zwar auch ein bisschen ab, aber ihr müsst trotzdem nochmal hin und ein paar weitere Schläge setzen. Die Haftbombe nimmt euch diese zusätzliche Arbeit ab. Wenn ihr die Rauchbombe einsetzt, könnt ihr halt, wenn ihr die Stealth-Kills abgegradet habt, dann halt 3 Stealth-Kills hintereinander setzen. Ich persönlich möchte diese Spielweise nicht nutzen. Ich mag Stealth-Kills gar nicht, also ich möchte die nicht benutzen in dem Spiel, speziell, weil das halt unehrenhaft ist und ich tatsächlich auf den ehrenhaften Samurai-Weg gehen möchte. Aber es ist gut, es ist effektiv. Wenn ihr das nutzen möchtet, gar kein Problem. Dann zu den allgemeinen Fähigkeiten. Hier würde ich erstmal sagen, neben den Stealth-Kills, falls ihr die nicht machen möchtet, macht die Herausforderungsserie. Die Herausforderungsserie sorgt dafür, dass ihr für jeden Kill nicht nur eben den Gegner rausnehmt, sondern für jeden Kill auch noch Entschlossenheit bekommt. Und wenn ihr vor diesem ganzen Herausforderungsding euer Leben auffüllt mit der Entschlossenheit, dann könnt ihr halt gleichzeitig volles Leben haben und volle Entschlossenheit und dann in den Kampf starten mit ein paar weniger Gegnern. Ansonsten, wie gesagt, noch die perfekte Parade und das zweite Leben könnt ihr euch auch ruhig mal gönnen, dass wenn ihr einmal down geht, euch nochmal wiederholen könnt mit 2 Entschlossenheitspunkten. Könnt ihr machen, statt den Encounter halt nochmal komplett neu zu spielen. Ist manchmal ziemlich nützlich. Von der Ausrüstung her würde ich euch sagen, nehmt die Ronin-Ausrüstung oder die Samurai-Kleidung, die bekommt ihr relativ früh im Spiel durch Hauptstory-Missionen und die verstärken entweder eure Attacke oder eure Verteidigung. Und von den Talismännern gibt es 2 sehr gute. Den von Amaterasu, den ich euch gerade gezeigt habe, der südlich vom Goldenen Tempel gelegen ist und der halt Gesundheit herstellt für jeden Kill, sodass ihr nicht mehr eure Entschlossenheit aufbrauchen müsst, um die Gesundheit wiederzuerlangen. Super gut. Und dann auch noch der Talisman von Miso no Kami, der es euch leichter macht, perfekte Paraden zu machen oder perfektes Ausweichen. Und ihr wollt perfekt parieren, deswegen holt euch diesen Skill so früh wie möglich. Den könnt ihr euch ja direkt am Anfang freischalten und gerade bei Duellen ist das unverzichtbar. Dieser Talisman macht es euch einfacher vom Timing her zu parieren und die perfekte Parade auszuführen. Ihr müsst da nicht mehr ganz so knapp davor sein, dass ihr den Blockknopf drückt, bevor ihr getroffen werdet. Und trotzdem könnt ihr halt einen richtig dicken Gegenschlag ausführen. Und bei Duellen ist das wirklich Gold wert. Das ist eigentlich das Schwerste am Spiel und dementsprechend kann euch dieser Talisman und die perfekte Parade das um einiges einfacher gestalten. Beim perfekten Ausweichen ist es nicht ganz so einfach, weil dieser Skill relativ weit unten ist beim Ausweichen. Aber der erste Skill davon, die Rolle, ist auch ziemlich gut. Wobei ich sagen muss, dass ich sogar das Ausweichen noch besser finde. Und da kommen wir eigentlich zum dritten Tipp, den großen Gegnergruppen. Und hier ist es immer so, dass ihr natürlich am Anfang die Archer machen wollt. Die Bogenschützen sind das erste Ziel, die ihr vernichten wollt. Und danach kann es halt sein, dass ihr Schildtypen habt, Speerkämpfer und die mit dem Schwert. Und es ist immer so, dass unterschiedliche Gegner auch meistens unterschiedlich unblockbare Angriffe haben. Deswegen habe ich mir angewöhnt, anstatt auf Parade zu gehen oder ständig zu blocken, also einfach nur L1 hochzuhalten, immer nur mit Kreis zurückzuweichen. Ich mache also nicht die Rolle, sondern gehe nur einen kleinen Schritt zurück und habe dann direkt die Chance, nochmal gegenzuschlagen. Noch mehr als mit der Rolle, wo ich immer noch ein Stückchen weiter weg von der Gegnergruppe dann wäre. Dementsprechend ist das perfekte Ausweichen ziemlich gut, aber leider sehr weit unten im Skilltree. Und dann ist halt die Frage, wen macht man zuerst platt? Ich habe mir angewöhnt, immer den Wasserflow zu nehmen, weil ich diesen Skill einfach liebe und damit die Schildträger erstmal komplett wegzumachen. Selbst wenn das irgendwelche Anführer sind, könnt ihr die erstmal komplett vernichten, deren Haltung ist direkt weg. Und dann halt die mit dem Speer oder die mit dem Schwert könnt ihr euch dann aussuchen. Wenn ihr halt noch nicht die Windhaltung habt, dann natürlich erstmal die mit dem Schwert. Also das gilt natürlich immer. Immer erstmal die Leute erledigen, für die ihr auch den jeweiligen Kampfstil habt. Außer natürlich, ihr habt schon den Wasserkampfstil mit diesem kompletten Flow. Da könnt ihr eigentlich jeden Gegner erledigen, egal wer es ist. Aber ich würde die Barbaren und die mit dem großen Schild trotzdem erst ganz am Schluss machen, weil die ziemlich langsam sind. Denen kann man sehr leicht ausweichen. Die haben ein großes, großzügiges Fenster. Und dann kann man halt im richtigen Moment trotzdem nochmal reingehen und die wegschnitzeln.
Und da kommen wir eigentlich auch schon zum vierten Punkt, und das ist das Timing. Wann sollte man aggressiv spielen und wann sich eher zurückzuhalten und abwarten? Das ist wirklich eine schwierige Frage, und das ist, wenn ihr das gemeistert habt, dann seid ihr eigentlich wirklich Experte im Kampf und könnt jeden ohne Probleme bestehen. Und das Ding ist halt, Angriff ist zwar die beste Verteidigung in dem Spiel, aber auch nicht komplett durchgehend. Ihr solltet nicht komplett die Buttons smashen, sondern nachdem ihr die Haltung aufgebrochen habt von einem Gegner und zwei, drei Schläge gesetzt habt, ist es meistens so, dass dann ein Gegner von hinten kommt und euch einen unblockbaren Angriff in den Rachen drückt oder ein Schwertkämpfer erstmal seine fünffache Combo macht, wo ihr dann wirklich auf Ausweichen oder auf Parieren gehen solltet. Und dann, nachdem ihr das gemacht habt, deren Haltung erstmal, also der euch gerade angegriffen hat, deren Haltung komplett kaputt machen und dann wieder zu dem ersten Typen hingehen, den ihr malträtiert habt und den dann vernichten. Das ist zumindest immer meine Taktik gewesen und die hat echt immer ziemlich gut geklappt. Es kann aber natürlich sein, dass ihr wirklich von so vielen Gegnern umringt seid, dass ihr da gar keine Schnitte mehr seht. Dann könnt ihr, wie gesagt, auf Tipp Nummer 1 zurückgreifen und euch den Kampf ein bisschen einfacher gestalten. Oder ihr beißt euch da wirklich mal durch, sagt, ihr verzichtet jetzt auf Geistwaffen oder den Bogen und werdet wirklich zum Meister des Timings und des Kampfsystems und erlernt jedes Moveset von den Gegnern. Und dann kann euch keiner mehr was. Dann kann euch kein Kampf mehr irgendwie überraschen. Ihr seid dann wirklich, ja, der Meister des Katanas geworden. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr euch auch ein bisschen ausprobiert. Und das ist mein letzter Tipp für euch. Probiert einfach mal verschiedene Sachen aus. Wie ich zum Beispiel den Wasserflow einfach mal bei anderen Gegnertypen ausprobiert habe und gemerkt habe, wow, das ist ziemlich effektiv, könnt ihr halt bei jedem Kampfstil auch unterschiedliche Moves ausprobieren. Also Viereck ist immer der leichte Schlag. Das bringt euch meistens nicht so viel, außer wenn die Haltung schon gebrochen ist. Der schwere Schlag bringt euch immer nur was gegen den entsprechenden Gegnertypen. Aber wenn ihr Dreieck gedrückt haltet, macht ihr noch einen Special Move. Und der ist der Clou. Der Special Move aktiviert ja diesen Wasserflow auch bei dem Wasserkampfstil. Oder er macht diese schnellen Stiche mit dem normalen Steinkampfstil. Oder er macht diesen richtig dicken Tritt mit dem Windkampfstil. Oder eben den Rundumschlag mit dem Mondkampfstil. Und diese solltet ihr auch mal gegen andere Gegner ausprobieren. Dementsprechend mal gucken, was gegen was effektiv ist. Und auch natürlich die Gegner-Movesets lernen. Checken, okay, beim Speer ist es so, dass die immer zwei unblockbare Angriffe hintereinander machen. Das heißt, wenn ihr vom ersten getroffen werdet, macht nicht den Fehler, um direkt zum Gegenschlag auszuholen, sondern bereitet euch darauf vor, dass gleich noch einer kommt. Und erst wenn ihr diesen zweiten erfolgreich ausgewichen seid, solltet ihr zum Gegenschlag ausholen. Also solche Sachen erlernt man halt erst durch Übung und Ausprobieren. Und dementsprechend seid ihr jetzt, glaube ich, perfekt darauf vorbereitet. Ihr müsst natürlich ein bisschen Übung reinstecken, klar. Aber ihr könnt euch, wie gesagt, gerade am Anfang die Kämpfe ein bisschen leichter machen. Nur noch drei Gegner übrig lassen. Zum Beispiel, indem ihr ein paar Gegner am Anfang herausfordert. Dadurch sind die gleich mal weg aus dem Kampf. Aber trotzdem bleibt ihr auf dem ehrenhaften Pfad des Samurais. Wenn ihr damit übrigens Probleme habt, kann ich euch nur empfehlen, auf die Füße der Gegner zu achten. Die deuten nämlich manchmal Schläge an mit ihrem Oberkörper oder halt mit ihrer Hand und dem Schwert. Aber erst wenn sich die Füße so richtig bewegen, wisst ihr, dass der gerade wirklich auf euch zukommt und dann könnt ihr halt den direkten One-Hit-Kill machen. Dementsprechend das noch ein Tipp zum Schluss. Aber das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom, ba-ba-dam-bam. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.